Hallo ihr Lieben, ist das schon mal Diplompsychologe und so weiter und so weiter. Gibt neue Bootcamps, Bootcamp-Termine, findet ihr auf liebeschiff.de und natürlich den neuen Kurs Passive Bindungsangst, Lebensstil Challenge ist noch offen. Genau, heute haben wir das gute Laune-Thema. Mein Partner hat ein ausgewachsenes Wutproblem. Genau, von Navtrevkola. Hallo Christian, vielen Dank für deine äußerst interessanten Videos. Ich befinde mich seit 2 Jahren in einer Beziehung mit einem Mann, den ich auf Tinder kennengelernt habe. Ich sag nur mal wieder, Tinder muss man rechnen mit, also zumindest jenseits der 40, was du glaube ich bist, 80% Bindungsängstlern. Klar, kommt man vielleicht selber auch zu, ohne dass man es so richtig merkt. Aber trotzdem, über 40% nicht Single. Just saying. Den ich auf Tinder kennengelernt habe, die bis auf seine Wutausbrüche sehr schön sein konnte. Ich habe einen ganz lieben Hund gekauft, außer wenn er mich ständig beißt und mir einen Arm abbeißt. Total schön, so einen Hund zu haben. Die Wutausbrüche sind total heftig und haben auch sehr an Stärke zugelegt. Ja, wie immer in toxischen Beziehungen, alles wird immer schlimmer. Toxische Beziehungen verlaufen immer gleich. Er hat mich unter anderem mehrmals stehen gelassen und auch rausgeschmissen. Er schreit und schmeißt Dinge herum. Ja, ich würde mir ja Sorgen machen, ich kenne ihn jetzt nicht, will ihm auch nichts unterstellen, aber wenn das schon so eskaliert, würde ich mir ja Sorgen machen, dass auch noch mehr Sachen passieren. Ehrlich gesagt. Und du hast da ein bisschen überraschend wenig Abstand zu. Ja. Und überraschenderweise macht jetzt nichts aus. Also ich sage immer wieder, meine Kernlehre ist die von Standards und Dealbreaker, findet man in Modul 1. Und ganz ehrlich, ich meine, jeder muss für sich definieren, was ein Dealbreaker ist. Also beim Dealbreaker geht man halt, wird nicht mehr diskutiert. Und das andere sind halt Standards, so Beziehungsziele, ne? Und Dinge herumschmeißen, warum stehen die nicht auf deiner Dealbreaker-Liste? Und wenn sie draufstehen, warum bleibst du dann noch da? Das ist eigentlich die einzige Frage. Warum findest du das normal? Haben deine Eltern schon alles rumgeschmissen? Hat dein Partner davor? War der auch so? Weil das ist, warum soll man das akzeptieren? Wenn jemand es nicht abstellen kann, kann es nicht abstellen, aber ja. Wir wohnen nicht zusammen, ich bin in den 40ern, er auch, wir sind beide geschieden. Seine Empfindlichkeit richtet sich jedoch nur so generell auf genau 2 Punkte. Er verlangt völlig makelloses Auftreten meinerseits in seinem gesamten Umgangskreis. Das ist total minuspolig. Big fucking red flag. Ich erinnere noch, ich weiß leider nicht mehr, wie das Video heißt, aber ich erinnere noch an die Dame, die eine Liste bekommen hat mit 47 Sachen, die sie an sich ändern sollte, von irgendwelche Punkte auf der Haut über Frisur, Körper. So weit kann das gehen, es wird immer schlimmer. Ich meine, das kann man jetzt alles tiefenpsychologisch aufdröseln, dass er wahrscheinlich mit sich nicht zufrieden ist, aber es ist letztlich völlig uninteressant. Keep it simple. Und ja. Ein kleinster falscher Kommentar hat schon den Dritten Weltkrieg ausgelöst. Mit Raserei, Wutanfällen und Silent Treatment. Warum? Es gibt nur eine Frage. Die einzige Frage wie immer. Warum bist du da drin? Warum akzeptierst du das? Meinst du, du hast nichts Besseres verdient? Meinst du, du kannst nur das attraktiv finden? Aber wer will das, ne? Zeugen meines vermeintlichen Fehltrittes meinen, er würde komplett überreagieren. Ja, davon gehe ich aus. Was ich auch meine, ich musste um Entschuldigung flehen, dann haben wir nach einer Woche weitergemacht. Ich habe erst gelesen, er musste um Entschuldigung flehen, aber also er benimmt sich total scheiße. Das ist so ein bisschen so, wie haben wir mal wieder diese Metapher mit dem, du gehst essen und beim dritten Gang ballert dir jemand seinen Nachtisch ins Gesicht. So, und da musst du ihn noch anflehen, dass ihr weitermacht. Es ist nicht so, dass er sich entschuldigen muss, weil er dir einen Pudding ins Gesicht gehauen hat, sondern du musst noch sagen, Entschuldigung,
dass ich dich so aufgeregt habe, dass du mir jetzt den Pudding ins Gesicht haust. Was ist da an Liebe? Was hat das mit gesunder Beziehung zu tun, ne? Schatz, du hast da so einen kleinen Punkt auf der Nase. Hä? Wo ist denn da ein Punkt? Das kleine Ding hier? Ja, genau, der ist super ekelhaft. Jetzt mal irgendwie zur Kosmetikerin gehen oder so. Das muss ich wegmachen. Du bist so. Du bist so fies. Oh, jetzt wein doch nicht schon wieder. Weißt du, das ist so ein Stress für mich, wenn du weinst. Also ich kann da überhaupt nicht mit umgehen. Das nimmt doch mal Rücksicht auf mich, ey. Eieieiei. Und sein zweites Thema, dass er sich nicht eingeengt fühlt. Ja, also wie gesagt, er ist sicherlich heftig Bindungsangst-Themen wie viele von diesen Menschen. Und du wahrscheinlich ein Thema mit passiver Bindungsangst. Das geht leider Hand in Hand häufig, auch wenn du das gar nicht vorstellen kannst. Aber gut, kommen wir mal dazu, wie es jetzt hier ist. Ja, wahrscheinlich engst du ihn schon ein, wenn du, weiß ich nicht, 3% Milch haben willst anstatt 1,5 oder so, ist wahrscheinlich schon eingeengt. Und naja, ich denke, dass ich das tatsächlich auch nicht tue. Jedoch hatte er viele Jahre eine Ex, die es sehr zu tun schien und ihn wohl auch diesbezüglich traumatisiert. Ja, das sagen die Minuspole immer gerne, dass sie so schrecklich traumatisiert worden sind. Ich könnte wetten, dass diese Frau genauso gelitten hat wie du. Und die eine ganz andere Story erzählen würde, wer wen traumatisiert hat hier. Aber er sieht es halt so. Ich meine, ich habe keinen Zweifel, dass er das auch so meint und so wahrnimmt. Aber also die Leute, ihr dürft diese Stories von diesen Exen, wer geht denn da hin und sagt, ich habe meine Ex x Jahre lang komplett gequält und fertig gemacht und bis sie nicht mehr schlafen, nicht mehr essen, nicht mehr arbeiten konnte. Ja, wer erzählt euch das denn? Das sind immer gerade die Menschen, die extrem minuspolig sind, sind die größten Opfer der Welt. Ja, die haben natürlich nie was falsch gemacht. Immer haben die anderen irgendwas gemacht und waren nicht makellos wie du, wie kein Mensch makellos ist. Was ist das für ein Leben so, ne? Aber für so einen krassen Minuspol bist du nie gut genug, ne? Ja, weil sie das innerlich auch nicht fühlen. Aber ich habe gerade keine Lust mehr, diese ganze tiefenpsychologische Schleife. Guck das in meinen Kursen. Ich finde es auch alles uninteressant, das zu analysieren. Es ist einfach nur, aha, kann sich nicht benehmen. Next. Das reicht völlig aus. Einmal sagen, zweimal sagen, fertig. Weiß man sowieso, wird sich nie ändern. Ja. Also nicht, dass Menschen sich nicht ändern können, aber nicht innerhalb solcher Beziehungen, so, das erlebe ich zumindest nicht. Kommt manchmal vor beim ukrainischen Großvater des Gärtners, meiner brasilianischen Krankengymnastin, aber in der Regel nicht. So, hier versuche ich natürlich auch mein Verhalten anzupassen. Nein! Hey, du musst dich überhaupt nicht anpassen. Er soll sich entschuldigen, er soll sich fucking benehmen, ey. Am Anfang der Beziehung kann ich tatsächlich Dinge gesagt haben, die er natürlich auch noch viele Monate später mir vorwirft. Ja, das ist auch nächste fucking Red Flag. Immer wieder irgendwelche alten Sachen vorbringen. Naja gut, aber das machen viele Menschen, aber ja, vor allem wenn man gar nichts gemacht hat, das ist natürlich ziemlich frustrierend. Ne? Die ich aber wirklich nur harmlos und sogar scherzhaft gemeint habe. Aber in dem Bereich ist er hochempfindlich. Hätte ich das damals schon gewusst, hätte ich diese vermeintlich harmlosen Scherze oder Bemerkungen nie gemacht. Warum stellst du immer dich in Frage? Warum stellst du nie ihn in Frage? Frage ich dich. Er scheint zu übersehen, dass mein Verhalten diesbezüglich schon seit langem anders ist. Generell ist er wenig empathisch. Du. Aber auch wirklich sehr zuverlässig und liebenswert. Ja, auch Krokodile sind liebenswert, aber du willst nicht unbedingt zu Hause rumlaufen haben, so, ne? Also, ganze Schöpfung ist liebenswert, aber deswegen muss man nicht unbedingt damit leben, so, ne? Okay, ist jetzt vielleicht, hinkt alles ein bisschen der Vergleich, aber ihr wisst schon, wie ich es meine. So, Ich habe im tiefsten Innern keine Zweifel daran, dass er mich liebt. Was verstehst du denn unter mich Liebe? Dass man den anderen tot kontrolliert, dass man ihn fertig macht wegen jedem Makel, dass er dir jahrhundertelang vorwirft, irgendwie, dass du, weiß ich nicht, Nespresso-Tabs gekauft hast und nicht Chibo-Tabs. Das ist für dich Liebe?
da musst du echt mal in dich gehen. So. Aber es ist natürlich dein Leben, aber wenn du, dann darf man sich nicht wundern, wenn die Beziehungen scheiße laufen, ne? Wenn du das mit Liebe assoziierst, was du vielleicht in der Kindheit gelernt hast. Ich sehe doch, was jetzt nicht heißt, dass er nicht dich an gewissen Punkten liebt oder so, aber ja, jeder hat gute Seiten, ne? Sag ich ja immer. Ne? Also wenn es danach ginge, dann müssten wir alle in diesen toxischen Beziehungen bleiben, weil es gibt immer gute Tage, ne? Ich sehe doch einen Mann, der mit eigenen Gefühlen, besonders der negativen Art, überhaupt nicht umgehen kann. Nach vielen deiner Videos und viel Literatur denke ich, er könnte im Borderline-Spektrum lieben, ohne jetzt der klassische Borderliner zu sein. Er ist ja ein Mann. Ja gut, das ist natürlich, klar wird das oft mit Frauen assoziiert, aber natürlich können Männer genauso Borderliner sein, wie Frauen Narzissten. Aber es bringt dich kein fucking Millimeter weiter. Es ist einfach, kann auch sein, dass er einfach aus irgendwelchen Gründen ein Wutproblem hat. Wobei das mit dem, dass du so perfekt sein musst, ist auch schon auch irgendwie so krass typisch minuspolig, aber gut. Aber es spielt keine Rolle. Es gibt in diesen Beziehungen nicht, die Frage ist nicht, welche Diagnose hat der andere, sondern warum bleibst du da drin? Das ist die einzige Frage. Er schadet sich konkret selbst, indem er so ausrastet und sich dann zurückzieht. Er hat es dann furchtbar schwer mit sich selbst. Ja, schön, dass du so Überempathie mit ihm hast. Ich glaube, diese Empathie bräuchtest du und nicht er. Die bräuchtest du mit dir, weil wo ist deine Selbstliebe da, ne? Du hast da super viel Verständnis für seine Ausraster und hat er das Verständnis auch mit dir? Sollte in Beziehung nicht ausgeglichen sein? Just saying, ne? Ich habe viel über toxische Beziehungen gelesen und Videos geschaut. Er ist nicht der typische Fall eines Narzissten. Wo willst du das wissen? Hast du Psychologie studiert? Und außerdem spielt es keine Rolle. Wir müssen nicht alle irgendwie ein Diplom in Narzissmusdiagnose machen, die es aber sowieso nicht mehr gibt ab diesem Jahr, ICD-11. Es reicht vollkommen aus zu sehen, wie werde ich hier behandelt? Mehr muss man nicht wissen. Also du musst ihn nicht retten oder therapieren und du wirst scheiße behandelt und da muss man einfach, natürlich kannst du dich, du bist ein freier Mensch, du kannst dich natürlich entscheiden, dich weiter schlecht behandeln zu lassen. Oder du lässt es halt, wo ist da irgendeine Diagnose wichtig, so, ne? Aber nochmal, spielt überhaupt keine Rolle und bringt dich null weiter. Das ist immer so eine Obsession, dass man immer wissen will, was für eine Diagnose. Wahrscheinlich wird er gar keine Diagnose kriegen, weil erstmal wir sowieso nie zum Psychologen gehen und dann hätte der Psychologe wahrscheinlich ganz andere Themen mit ihm, als ihm solche Diagnosen zu verpassen. Und selbst wenn, was würde es irgendjemand weiterbringen, was immer noch in so einer Beziehung, ne? Deswegen kann ich immer wieder sagen, es spielt überhaupt keine Rolle, diese Obsession mit diesen Diagnosen, es reicht völlig, wenn ihr überlegt, werde ich hier gut behandelt, werde ich nicht gut behandelt. Er will mich, was die zwei oben genannten Punkte, also dass ich ihn nicht einhänge und dass ich als seine Begleitung völlig fehlerfrei bin, regelrecht erziehen, ja, es ist sehr, was soll man dazu sagen, sehr minuspolig, ich kenne das auch aus Beziehungen, ja. Darf man das nicht anziehen und dies nicht anziehen? Also ich habe das zum Glück, als ich das geschnallt habe, solche Sachen, also auch dann rucki-zucki beendet, weil wer braucht das? Also entweder kann man nach zur goldenen Hochzeit mal sagen, du, ich glaube, dir steht ein schwarzer Schlipp besser als ein brauner, aber so nach anderthalb Jahren so einen Terror zu machen, nee. So. Und schreckt davon nichts zurück, außer, also du sagst jetzt hier, er ist jetzt keineswegs irgendwie körperlich übergriffig, das wäre auch noch schöner. Ist ja auch schon schlimm genug alles, ne? Ist natürlich ein No-Go, aber ich finde ihn ansonsten so gut. Ja, was soll man dazu sagen? Ich meine, du bist einfach ehrlich. Aber da steht vielleicht die Umprogrammierung des Liebeschips an, ich weiß nicht. Aber du hast natürlich bis hierhin keinerlei Distanz, so wenn du sagst, ich finde das gut. Vielleicht musst du dir mal klar machen, dass Polarität, der kann ja durchaus in seiner Polarität sein, und sich benehmen können, zwei ganz verschiedene Sachen sind. Und aber wenn du sagst, du findest es gut, dann musst du damit leben, ne? Aber ich weiß nicht, ob du das so gut findest. Mehr als habe ich versucht zu kommunizieren, dass sein Verhalten die Beziehung kaputt macht. Ja, in solchen Beziehungen bringt Kommunikation so gut wie gar nichts. Das ist sein Verhalten. Dann ist es natürlich mein Verhalten, was die Beziehung kaputt macht. So, nächste fucking Red Flag. Schuldumkehr. Also, es reicht vollkommen,
sich diese Red Flags anzugucken, sind sowieso mal die gleichen. Wozu braucht man dann noch irgendwelche Labels? Er wird, wie er selber sagt, auch direkt krank davon, dass ich zu weinen anfange, wenn er ausrastet. So. Also nicht nur hast du gar nichts gemacht, er rastet komplett aus, bringt dich zum Weinen. Und dann sagt er dir noch irgendwie, dein Weinen macht mich total krank, ey. Oh, das wird. Was willst du dir denn noch reinziehen hier? Das ist furchtbar, das ist absolut furchtbar. Oh Mann, ey. Mehrmals schreit er dann, ich solle aufhören, mich selbst zu bemitleiden. Ist doch so liebenswert, was kann ich, was du hast. Außerdem, wenn er wütend ist, muss er alleine seine Ruhe haben. Das gelte für alle. Während ich keine Ruhe finde, bevor eine Ausbildung stattgefunden hat. Gut, das lassen wir mal. Ansonsten mag die Familie ihn, meine Familie mag ihn. Ja gut, viele Menschen, das findet ja häufig nur in den eigenen vier Wänden statt. Viele Menschen, die in der Beziehung sich höchst toxisch verhalten, sind nach draußen extrem charmant. Jeder denkt, was für ein netter Kerl, was hast du für ein Glück gehabt. Das macht es ja fast noch schlimmer, ne? So wie er sich verhält, werde ich selbstverständlich nie mit ihm zusammenziehen. Ich grübel natürlich viel zu viel über all das nach. Meine Freunde, die von dem Problem wissen, raten zum Gehen. Oh, das wundert mich aber. Verstehe ich überhaupt nicht. Die uns nur so kennen, finden ihn total toll. Ja, das ist aber auch sehr typisch. Also keine Hilfe in Sicht. Doch, du kannst dir selbst helfen und überlegen, ob du ernsthaft in so einer Beziehung sein willst. Auch wenn das dein Beuteschema ist bisher. Dass er den Eindruck bekommt, ich könnte klammern, liegt vielleicht an ihm. Denn er schafft es nicht unbedingt, mir die notwendige Sicherheit zu geben. Ja gut, das haben wir ja schon in 1000 Videos diskutiert, wie Bindungsangst und Verlustangst sich gegenseitig triggert. Können wir uns, glaube ich, mal sparen heute. Er schmettert es dann ab, indem er sagt, ich sei die attraktivere von uns beiden und er sei schließlich nicht eifersüchtig, was ich tatsächlich bestätigen kann, mir aber auch nicht wirklich weiterhilft. Ja, wüsste ich auch nicht, wie das weiterhilft. Er hat bereits meine Grenzen gründlich überschritten, ich bin aber immer noch in einer Beziehung. Obviously, mehrmals habe ich gesagt, beim nächsten Ausraster bin ich weg, aber immer noch da. Ja, du hast sicherlich ein Problem in der Trennungskompetenz, weil ohne Trennungskompetenz nutzen einem auch Standards und Dealbreaker gar nicht viel. Und du hast offensichtlich zu denen, man, bei mir war das früher auch so, die ihre Dealbreaker nicht definiert haben, solltest du schon nichts machen, ne? Und dann auch drauf handeln und dann muss er überlegen, ob er sich entweder, ich meine, das wird sowieso zu nichts führen, aber vermute ich mal, aber wer weiß, vielleicht in diesem Fall doch, muss er sich überlegen, ob er die Beziehung aufgeben will oder sich vernünftig benimmt. Deswegen, wenn mir Leute sagen, sie können oder wollen nicht gehen, wo du, glaube ich, auch bist, dann ist der erste Punkt, Dealbreaker durchsetzen. Das ist ja auch nichts Unmenschliches, zu sagen, ich möchte ordentlich behandelt werden. Und wenn jemand das nicht kann, wo ist es dann Liebe? Eben weil ich ihn halt wirklich mag. Ich kenne es auch aus meiner Kindheit, nicht wirklich gut behandelt zu werden. Ja, das wundert uns jetzt nicht. Aber dann mach dich mal auf den Weg, weil du kannst bestimmt auch andere Männer toll finden. So, das kostet vielleicht ein bisschen Arbeit, aber das, weil das wird immer schlimmer werden, nein, würde ich mal mit hoher Wahrscheinlichkeit. Mein Ex-Mann war auch kein warmer Mensch. Klar ist meine Toleranz zu hoch, jedoch würde ein warmer und empathischer Mann, Achtung, wahrscheinlich auch nicht in mein Beuteschema passen. Also du hast schon viele Einsichten in dieser Mail, also und auch danke für den Offenheit, das zu schreiben alles und da ist, glaube ich, der Hund begraben. Das hast du zumindest schon mal verstanden. Und ich verstehe auch, dass das kein kleines Problem ist. Nur man kann ja den Zwischenschritt schon mal machen und zu sagen, ich arbeite daran, dass ich nicht mehr in toxischen Beziehungen bin und dann kann man immer noch überlegen, wie man in eine gesunde Beziehung kommt. Ne? Das ist natürlich ein zweiter Schritt. Aber gut. Wenn man sich deine Ratschläge so anhört, ist es anscheinend alles so einfach. Ich fand es früher auch furchtbar schwer, also ich war in mehreren wirklich extrem toxischen Beziehungen und nicht nur, würde ich jetzt auch ganz klar sagen, waren nicht alle toxisch meine Beziehungen, also auch die früheren nicht und, aber ich kenne das, aber ich muss wirklich ganz, sage ich wirklich ganz ehrlich, ja, ich schwöre auf die Katze meiner Freundin, dass ich es tatsächlich heute total einfach finde, mit meinem heutigen Wissen natürlich. Also ich finde es tatsächlich aus heutiger Sicht, ich kann mir wirklich Mühe, mich da teilweise einzudenken. Nicht, dass ich jetzt jedes Beziehungsproblem geknackt hätte, überhaupt nicht. Also ich habe
muss auch immer noch wachsen. Aber dieses, sich aus toxischen Beziehungen rauszuwinden, finde ich tatsächlich aus heutiger Sicht einfach, total einfach. Und ich muss mir richtig Mühe geben, mich da reinzudenken. Ich weiß aber natürlich, dass ich das damals auch einfach wie ein Buch mit 7 Siegeln fand und ganz schwierig. Aber das wird bei dir auch so sein, wenn du da mal raus bist und durch bist, was durchaus ein paar Jahre dauern kann, bis man das alles mal so geschnallt hat und es wirklich ganz tief angekommen ist. Das werden vielleicht auch manche hier, lade ich euch auf jeden Fall ein, das zu kommentieren, wenn euch das genauso geht. Man kann sich das mit einem gewissen Abstand einfach nicht mehr erklären, warum einem das so schwer gefallen ist und wie einfach das eigentlich ist, damit umzugehen. Aber man muss den Weg halt gehen und nur dann ist es einfach. Ne? Insofern fühle ich dich da total, dass du es jetzt richtig schwierig findest. Ne? Ich möchte da nur Mut machen. Ich mache mir Vorwürfe darüber, dass ich im Zweifel bin. Trennungskompetenz habe ich wirklich wenig. Wenn er tobt und schreit, die Beziehung beendet und mich rausschmeißt, bricht jedenfalls meine Welt zusammen. Macht sicherlich Sinn, sich auch persönliche Hilfe zu holen. Das macht häufig Sinn. Und ja, aber seine auch, da bin ich mir leider sicher, er tut sich selber weh, da er mein Verdacht auf Borderline, ach so, er verletzt sich selber, okay. Ja, wie gesagt, hier wird es keine, logischerweise, da keine Aussagen zu geben, dann muss jemand, wenn ihr meint, da müsste irgendwas diagnostiziert werden, da müsst ihr halt in die richtige Stelle gehen oder zum Psychotherapeuten oder was weiß ich immer. Das wird noch schwierig genug. Allerdings kann ich nur mal wieder warnen vor Paartherapie in toxischen Beziehungen. Da kommt häufig nichts bei raus. Und ja, wenn er noch zusätzliche Probleme hier hat, ändert nichts an dem davor. Du bist nicht seine Therapeutin, du kannst ihn nicht retten. Dann soll er halt sich die Mühe machen und daran arbeiten. Also da musst du halt sagen, sorry, ich kann nicht so mit dir leben. Wie gesagt, wenn man meint, man müsste da auch nicht drinbleiben, ist der nächste Punkt, wirklich ganz normales menschliches Verhalten durchzusetzen. Und das ist nicht, dass du sagst, er ist krank, was er natürlich sein kann, weiß ich nicht. Und ich muss jetzt alles aushalten, muss jetzt diesen ganzen Schrott hier aushalten. Das kann es nicht sein. Ne? Das ist wirklich klassisch co-abhängig, ne? Wäre das dann. Genau, also sei da nicht Mutter Teresa, sondern sei mal kompromisslos auf deiner Seite. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.